Inklusive der Ausbildung mache ich das Ganze jetzt seit 12 Jahren. Wir designen alles bei uns im Laden selber. Ja, darauf kommt es bei uns am meisten an. Der Kontakt zu den Kunden auf jeden Fall ist super interessant und spannend und definitiv auch das Verarbeiten und Hantieren mit teilweise sehr, sehr teuren Rohmaterialien. Also die, würde ich mal sagen, versicherungstechnisch wertvollste Anfertigung, wobei man dazu sagen muss, dass der Wert auch nicht von uns kam, sondern vom Kunden, war ein Diamantring, den wir gemacht haben, wo der Hauptstein auf 270.000 Euro geschätzt worden ist. Und ansonsten haben wir letztes Jahr ein Collier gemacht, was sehr teuer war, was ja auch in den mehrstelligen 10.000er Bereich ging. Und ansonsten gibt es aber auch oft ganz kleine und schöne Schmuckstücke, die nicht so teuer sind, aber trotzdem vom Gefühl her genau das gleiche sind wie ein teures, großes Collier. Hey, das ist so krass, ey. Steht er nicht schon seit der Mama auf und davor? Der steht seit 70 Jahren. Und man sieht richtig, dass der Boden so, ja, so absackt. Ja, hier sind quasi alle Schätze drin.